Klingelt der geheimnisvolle Teufelsgarten im Amazonas-Regenwald irgendeine Glocke? Glocke läutet. Keine Sorge, es handelt sich nicht um irgendein unheimliches Phänomen. Es ist das Werk einiger kleiner, aber mächtiger Insekten, den Zitronenameisen. Diese Ameisen injizieren ein natürliches Herbizid, Ameisensäure, in jede andere Pflanze, die nicht die Baumart ist, die sie ihr Zuhause nennen. Dadurch schaffen sie einen Raum für ihr Baumhaus. Setzlinge zum Wachsen und ermöglichen es der Ameisenkolonie, sich auszubreiten, da sie neue Nistplätze in den Setzlingen besetzt. Das ist meiner Meinung nach effizientes Gärtnern. Aber lasst euch nicht täuschen, diese Teufelsgärten sind nicht nur eine Reihe von langweiligen alten Bäumen. Tatsächlich sind sie botanische Anomalien, die sehr langsam wachsen. Und einige von ihnen sind über 800 Jahre alt. Wer hätte gedacht, dass Ameisen solch beeindruckende und langlebige Strukturen erschaffen könnten? Natürlich ist der Regenwald immer noch eines der vielfältigsten Ökosysteme der Erde, mit einer bemerkenswerten Vielfalt an Pflanzenleben. Aber es ist faszinierend zu sehen, welche Kontrolle Ameisen über ihre Umgebung haben können, indem sie in einem so komplexen Ökosystem einfache Strukturen mit nur einer Art erschaffen. Aber woher kommt der Name Teufelsgarten? Wir wissen, dass die Ameisen schuld sind. Versteckt sich noch etwas anderes im Amazonas-Regenwald? Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie spazieren gemütlich entlang, nehmen das üppige Laub auf, als sie plötzlich auf eine Lichtung stoßen. Aber warte, an diesem Stück Land ist etwas seltsam. Es gibt keine Vegetation, nur eine Handvoll Bäume, die alleine im Schmutz stehen. Was geht hier vor? Es ist leicht zu verstehen, warum die Menschen nach dem Anblick dieses merkwürdigen Vegetationsstreifens auf diesen Namen kamen. Und wie Menschen es tun, erfanden sie eine ziemlich beeindruckende Legende, um die Geschichte zu stützen. Es hieß, der Bewohner dieser unheimlichen Oase sei ein gestaltwandelnder, böser Geist, wie ich. Nur ein Scherz. Dieser kleine Kerl mag wie eine missgestaltete Person ausgesehen haben, die auf einem Huf und einem menschlichen Fuß geht. Aber lasst euch nicht täuschen. Er sollte angeblich einen ganzen Sack voll Tricks auf Lager haben. Einschließlich der Fähigkeit, sich in eine Person zu verwandeln, die ihr kennt, und euch auf den Weg des Verderbens zu führen. Es ist nur ein Mythos, aber ihr müsst zugeben, dass es ziemlich überzeugend war, oder? Abgesehen von cleveren Landschaftsbau-Ameisen gibt es viele ungeklärte Rätsel, die im Amazonas-Regenwald verborgen sind. Wie zum Beispiel seine ungewöhnlichen Geoglyphen. Die Menschen beschäftigen sich seit langem kreativ mit der Oberfläche der Erde. Geoglyphen sind nur eine der vielen Möglichkeiten, wie wir unseren Stempel auf diesem Planeten hinterlassen haben. Im Grunde nehmen wir etwas Sand oder Steine, bewegen sie ein wenig und voila. Wir haben ein cooles Design. Das Wort im Hintergrund des Bodens hervorsteigt. Eine neue Studie hat herausgefunden, dass das Gebiet vor der Ankunft von Kolumbus in der neuen Welt im Jahr 1492 endlich Heimat für bis zu 1 Million Menschen war. Das sind viele Menschen und sie haben einige ziemlich coole Sachen hinterlassen. Der Amazonas-Regenwald ist bereits beeindruckend, mit 1 von 10 bekannten Arten in der Welt, die dort leben. Und 1 von 5 der Vögel der Erde. Aber wussten Sie, dass Archäologen in den letzten Jahrzehnten Beweise für zahlreiche große, komplexe Gesellschaften entdeckt haben, die möglicherweise Amazonien bewohnten? Es stellt sich heraus, dass der Amazonas-Regenwald nicht nur eine unberührte Wildnis war, sondern auch ein Zentrum menschlicher Aktivitäten. Diese südamerikanischen Geoglyphen sind besonders interessant. Es handelt sich dabei um riesige Strukturen, die quadratische, kreisförmige und sechseckige Formen kombinieren. Archäologen haben innerhalb der Umzäunungen nur sehr wenige Überreste von Siedlungen gefunden, was darauf hindeutet, dass es sich nicht um Wohnsiedlungen handelte. Stattdessen ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass sie für zeremonielle Zusammenkünfte genutzt wurden. Die genaue Funktion dieser Strukturen ist jedoch immer noch ein Rätsel. Um herauszufinden, wie weit verbreitet menschliche Siedlungen im Amazonasgebiet waren, konzentrierten sich Wissenschaftler auf das Becken des Oberlaufs des Tapajós, Tapajós-Flusses, einem Hauptzufluss des Amazonas. Mit Hilfe von Satellitenbildern, in
entdeckten sie 81 neue archäologische Stätten im oberen Tapajos-Becken mit insgesamt 104 Erdwerken. Das bedeutet, dass es keine Lücke in dem Netzwerk von Erdwerken gibt, das sich über den südlichen Rand Amazoniens erstreckt. Als die Forscher Bodenuntersuchungen an 24 dieser Stätten durchführten, fanden sie Beweise dafür, dass die besuchten Stätten einst bewohnt waren. Diese Stätten stammten aus den Jahren 1250 bis 1500 nach Jesu Christus und reichten von etwa 100 bis 1300 Fuß breit. Die größten waren typischerweise sechseckige befestigte Siedlungen, was auf ein gewisses Maß an Planung und Einheitlichkeit in ihrem Bau hindeutet. Auf der Grundlage der Größe und Verteilung der Erdwerke schlugen die Forscher vor, dass ähnliche Siedlungen sich möglicherweise über etwa 154.000 Quadratmeilen des südlichen Randes des Amazonas erstreckt haben könnten, was einer Bevölkerung von zwischen 500.000 und 1 Million Menschen in der späten vorkolumbischen Zeit entspricht. Natürlich bedeutet die neue Studie nicht, dass der Amazonas-Regenwald jemals eine pulsierende Megastadt war. Er ist immer noch größtenteils unerforscht, sodass wir keine Ahnung haben, wie präkolumbianische Bevölkerungen in Amazonien verteilt waren. Aber es ist spannend, mehr über diese alten Gesellschaften und die coolen Dinge, die sie hinterlassen haben, zu erfahren. Die Wissenschaftler planen, weitere Ausgrabungen im oberen Tapajós-Becken durchzuführen, um ihr Verständnis für die kulturellen Entwicklungen dort zu vertiefen. Wer weiß, was sie als nächstes finden werden. Vielleicht eine verlorene Stadt voller Schätze und Abenteuer. Auch in dem weiten Lebensraum des Amazonas versteckt sich dieses nächste skurrile Geschöpf. Haben Sie schon mal von den Amazonas-Rosa-Flussdelfinen gehört? Leider wissen wir immer noch so viel nicht über sie. Doch zunächst einmal sprechen wir darüber, wie sie aussehen. Stellen Sie sich Folgendes vor. Ein kleiner, hellfarbener Delfin mit einer rosa Nase und Lippen. Sie sind wie die Barbie der Delfin. Abgesehen davon sehen sie aus wie gewöhnliche Delfine. Mit molligen Körpern, wulstigen Stirnen, dünnen Schnauzen, molligen Wangen und kleinen Augen. Sie sind in Ländern wie Bolivien, Brasilien, Kolumbien und Peru anzutreffen. Sie sind auch die einzige Art von Flussdelfin, die im Amazonasfluss gefunden wird. Leider sind diese kleinen Kerle offiziell stark gefährdete Arten. Daher gibt es nicht viele Exemplare, die Wissenschaftler untersuchen können. Kein anderer Name ist bekannter, wenn es darum geht, den Amazonas-Regenwald zu erkunden, als der von Percy Fawcett. Er widmete sein Leben der Erforschung des Gebiets auf der Suche nach einer verlorenen Stadt. Und nicht nur irgendeine Stadt, sondern eine alte, geheimnisvolle Stadt, die er Z nannte. Klingt wie etwas direkt aus einem Indiana Jones-Film, oder? Percy wurde 1867 in England geboren und hatte bereits eine bemerkenswerte Karriere, bevor er mit dem Erkunden begann. Aber er ließ nicht zu, dass sein Beruf ihn davon abhielt, seinen Traum zu verfolgen, Südamerika zu erkunden. Tatsächlich unternahm er zwischen 1906 und 1924 sieben Expeditionen in den Amazonas. Jedes Mal kam er dem Geheimnis von Z näher. Nun, lassen Sie mich Ihnen ein wenig darüber erzählen, wie groß der Amazonas-Regenwald ist. Wie groß ist er, frage ich mich. Es ist so groß, dass man das gesamte Vereinigte Königreich und Irland 17 Mal darin unterbringen könnte. Das sind eine Menge Bäume und Tiere, durch die man sich hindurch navigieren muss. Aber Percy war bereit für die Herausforderung. Trotz seiner besten Anstrengungen fand Percy die verlorene Stadt Z nie und verschwand leider während seiner letzten Expedition im Jahr 1925. Aber sein Vermächtnis lebte über die Jahre hinweg weiter und inspirierte viele dazu, selbst Archäologen und Entdecker zu werden. Tatsächlich wurde ein Buch mit dem Titel »Die verschollene Stadt Z« über Percys Abenteuer geschrieben und sogar in einen Film umgesetzt. Es sind nicht nur verborgene Geheimnisse und wilde Natur da draußen. Es gibt etwa 1 Million indigene Menschen, die ihr bestes Leben im Amazonas-Regenwald führen. Genau. Sie jagen, fischen, betreiben Landwirtschaft und haben sogar Zugang zu westlicher Medizin und Bildung. Aber hier ist der Haken.
Nicht alle diese Leute sind daran interessiert, mit Außenstehenden zu sozialisieren, und wer kann es ihnen verübeln? Jahrelang haben Holzfäller, Bergarbeiter und Rancher sich gegenüber diesen Gemeinschaften, sagen wir mal, schlecht verhalten. Es ist kein Wunder, dass einige Stämme beschlossen haben, isoliert zu bleiben und sich vor den Gefahren der Außenwelt zu schützen. Tatsächlich konnten die brasilianischen Behörden 2018 ein Foto eines Mannes machen, der als Eingeborener im Loch bezeichnet wurde. Er ist das letzte verbleibende Mitglied seines Stammes. Aber fühlen Sie sich nicht zu schlecht für ihn. Er kommt ganz gut alleine zurecht und hat klar gemacht, dass er an Besuchern von außen nicht interessiert ist. Die Behörden lassen ihm jedoch immer noch einige Samen und Werkzeuge zurück. Also sind nicht alle Neuigkeiten schlecht.